Herzlich willkommen zu Icewind Dale. Wir sind im Drachenauge, meine Helden haben hier gerade in der vierten Ebene geschlafen, bei dieser Abenteurergruppe oder Gruppe von Ex-Karawanenwachen. Ja, denn die Karawane gibt's nicht mehr. Also Ex-Karawanenwachen. Die haben über uns gewacht, das war sehr nett von ihnen. Ich hatte wenig Vertrauen, aber sie haben es nicht enttäuscht. War ich hier schon? Führt dieser Raum irgendwo hin? Ja, das kann ich machen. Schau mal nach, Brakett. Nö, der führt nirgendwo hin. Gut, dann hast du ja diesen Umweg gut genutzt. Ja, denn meine zwei Männer hier machen Extrawürste. Gute Güte. Brakett und Alastor. Klar, Alastor, weil er der Anführer ist, ja, oder es glaubt zu sein. Und Brakett wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, nur weil wir uns einen Namen teilen. Denkt der Kleriker hier, könnte sich Extrawürste erlauben. Aber jetzt wird's ernst. Wir gehen nämlich jetzt ins fünfte Level des Drachenauges. Und das ist das letzte. Das heißt, da wartet auch der große, böse Boss auf uns. Und da habe ich Respekt vor. Ja, da habe ich wirklich Respekt vor. Damals mit Poncho zusammen sind wir nicht so weit gekommen. Da haben wir vorher aufgehört. Tja, ich schau mal nach. Hast du eine +2-Waffe? Ja. Hat Sigor eine +2-Waffe? Ja. Alastor hat nur +1. Sandal hat +2. Jawohl. Das Ding ist wahrscheinlich +3 oder so, aber ist auch egal. Also, okay, wir haben... Wie kann ich helfen? Alastor hat keine +2-Waffe. Sofort. Weil ich glaube, +2-Waffen sind wichtig im nächsten Level. Ein Mädchen! Siberische Übersetzungen künden von chaotischen Ereignissen in deiner Zukunft. Sei gewarnt. Es ist rothaarig, tötet es. Es hat keine Seele. Okay. Undurchschaubare Todesbotin. Das klingt irgendwie komisch. Als hätte Alastor sie durchschaut? Verstehe ich nicht. Also fragen wir Kleine, wer bist du? Okay. Ja, das kleine Mädchen hat Dimensionstor gewirkt. Okay, damit bist du offiziell kein kleines Mädchen mehr. Ja, wenn du Stufe 4 Zauber kannst, dann nein. Egal wie jung du bist. Und wie klein, du bist kein kleines Mädchen mehr. Das ist eigenartig mit so einem dünnen Schlauch hier, nicht? Und man zoomt ran und es ist alles schwarz. Das ist komisch. Aber, Sandal, ich habe Angst vor Fallen, deswegen gehst du vor. Schließlich hat dieses kleine seltsame Mädchen etwas gesagt, was ich nicht verstehe. Das kann, sich dabei um eine Falle handeln. Angriff? Haha! Tatsächlich, und wir haben echte Kampfmusik vom Spiel. Dein Befehl. Ich bin ja super glücklich damit. Was möchtest damit du? Hatte ich gar nicht mehr gerechnet, dass sowas noch kommt. Gut. Weil das Spiel war bis jetzt sehr sparsam mit seiner eigenen Kampfmusik. Oh mein Gott, was sind das viele Leute. Gut, dann Sigor, du machst mal dein Verteidigungsgedöns an. Dann werden wir Mev nehmen. Überlass das mir. Und da hinten wenigstens eine Schädelfalle reinknallen. Dann nehmen wir dich und knallen da hinten wenigstens noch eine Schädelfalle rein. Okay, das tat schon mal weh. Der Priester ist fast tot. Greift mal den da an. Aber die Fernkämpfer gehen auf den Priester, bitte. Ja, das ist nur fair. Dann hat Sigor sozusagen seinen eigenen. Okay, wir haben gewonnen, Kampfmusik, du kannst jetzt wieder abklingen. Danke. Sandal hat ordentlich eingesteckt, aber hey, das ist halt die Gefahr, wenn man vorgeht. Ja, soll sich mal nicht so anstellen. Kehr um dem Sog der Gezeiten zu entkommen. Ich kann immer noch höflich sein. Wovon sprichst du, Kleine? Ja, und Dimensionstor. Das Mädchen haut ab. Das ist so dieser Prototyp des creepy Mädchens. Ja, ne, vielleicht nicht der Prototyp. Ich denke, das gibt's schon ganz lange. Gut. Aber was ich auch denke, dass es hier gibt, sind Fallen. Ja, ich traue dem Ding nicht. Einverstanden. Ich denke die ganze Zeit, hey, versteck dich im Schatten, dann können wir die nächste Gruppe einfacher auseinandernehmen. Aber nein, sobald ich mich im Schatten verstecke, höre ich ja auf, nach Fallen zu suchen. Und wenn ich aufhöre, nach Fallen zu suchen, dann fangen hier Fallen an zu existieren.
So funktioniert das, ja? Ich brauche unbedingt... Dunkle Pflanzen wachsen in diesem Garten. Es ist Zeit für dich und deinesgleichen, sichere Ufer zu finden. Okay, dunkle Pflanzen. Dunkle Pflanzen. Würdest du mir bitte sagen, wovon du redest? Stets höflich. Und dieses creepige, dieses unheimliche Mädchen mit seinem Dimensionstor. Okay, wir verstecken uns im Schatten. Ja. Und suchen jetzt nach Fallen. Einverstanden. Ich habe wirklich Angst. Und wir haben ja in Presius Tagebuch, haben wir ja irgendwas gelesen. Ich denke nicht, dass ich das nochmal finde. Ich denke, ich habe es dir gegeben, wenn überhaupt. Ja, das schauen wir uns jetzt an. Habe ich Presius Tagebuch nicht? Oh Gott. Was sind das? Viele Texte. Ja, das gucke ich mir jetzt an. Ich suche jetzt Presius Tagebuch. Ich finde es. Doch, da ist es. Da haben wir es doch gefunden. Also diese 5 Histachi. Ja, 5 Histachi. Ich habe keine Ahnung, was Histachi sind. Das ist das. Ja, das kommt zu dir. Ich habe... Nein, 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 nein. Doch, so ist gut. Ja, so passt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Histachi sind. Aber hier... Oh, hier ist eine Tür. Ah, okay, okay. Wir gucken nach Fallen. Hier ist anscheinend nichts. Also meine Paranoia ist mal wieder unbegründet. Nicht unbegründet, aber... Hat nichts gefunden. Ja, ich habe nichts entdeckt. Das heißt ja nicht, dass da nicht doch was ist. Ja. So. Das war ein netter kleiner Trick. Ich bleibe ja noch eine Weile unsichtbar, selbst nachdem ich die Tür aufgemacht habe. Gewiss. Kommt näher. Du hast noch zweimal die Verteidigungshaltung. Du hast eigentlich auch kaum Schaden genommen. Ich bin positiv überrascht davon. Gut. Wirklich, ja. Wirklich, wirklich. Ich gehe mal davon... Verflucht. Ich... Ich gehe mal davon aus, wollte ich gerade sagen, dass ich zuerst diese Seitenräume hier machen muss, bevor ich hier unten die Türen aufmachen kann. Aber ja, da war die erste Falle. Und ich bin natürlich reingelaufen, trotz all meiner Vorsicht. Also warum mache ich es überhaupt? Ja? Warum bin ich überhaupt vorsichtig? Weiter. Sollte ich nicht einfach reinrennen und dann neu laden? Ist das nicht vielleicht die angenehmere Variante auch zum Zuschauen? Muss man mal probieren. Ja, weil so war ich vorsichtig und sehe trotzdem wie ein Noob aus. Ja. Weil was... da haben wir jemanden gefunden. Weil was Fallen angeht in Icewind Dale, habe ich auch absolut gar keine Ahnung, wo welche liegen. Dazu habe ich das Spiel viel zu wenig gespielt schon. Also das ist wirklich so. Was haben wir denn hier? Ein Priester und ein paar UNT. Also das ist jetzt nicht so fürchterlich schlimm im Vergleich zu anderen Sachen, die wir schon mal bekämpfen mussten. Also von der Anzahl her, nimm mal das in die Hand. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Wie kann ich helfen? Ist das ja harmlos. Also sollte ich mich vielleicht einfach mit meinen Leuten da reinstellen und draufballern. Sieger hat einen anderen Plan, ne? Klingt zumindest so. So. Und es kommt Kampfmusik. Und ihr schwenkt jetzt auf den Priester um. Ja. Oder auch nicht. Nicht ganz zumindest. Der Priester leidet. Was mir schon mal sehr gefällt. Sigor, du darfst ruhig irgendjemanden angreifen. Ja. Mhm. Oh, Sigor. Das war nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht, Junge. Das war sogar sehr gut. Falls das nicht klar war, wie ich es gesagt habe. Okay, okay. Aber meinen Leuten geht's noch mehrheitlich ganz gut. Was möchtest du? Auf mich? Ja, alle auf ihn. Okay, das lief gut. Ja, der Kampf war kein Problem für meine Gruppe. Sehr schön. Ja. Dann rein da, Sandal. Du darfst... Nach Fallen suchen. Was haben wir hier? Runen an der Wand? Diese Flagge, eine Flagge, ist aus schwarzem Stoff und hat einen goldenen Buchstaben darauf.
Okay. Das kann ich jetzt auch sehen. Interessant. Oh, hi. Ja, komm mal mit. Wie auch immer. Sicher doch. Bereit. Klingt gut. Sag, was du von mir willst. So. Gut, gut. Wie auch immer. Gut. Und alle auf den Mann da. Hier bin ich. Bin auf dem Zumindest nachdem ihr euch in den Raum begeben habt. Ich weiß nicht, warum der Priester unbedingt in den Nahkampf mit Sigur will. Das ist normalerweise eine ganz schlechte Idee, ja? Nur so zur Information. Nie mit dem Sigur in den Nahkampf gehen. Ja. Der ist zwar kleiner als du wahrscheinlich, aber hast du seine Axt gesehen? Oh, okay. Ihr seid anscheinend relativ doof. Damit habe ich absolut kein Problem, das auszunutzen. So gut wie also ich meine, vielleicht habe ich was in der Ausführung ein Problem, aber ich habe sicher doch ethisch da kein Problem, jetzt da Schädelfallen hinzuknallen. Mit Vergnügen. Okay, das heißt, ich muss mich beeilen. Jawohl. Jawohl. Gut, gut. Ja, ja, das kann ich machen. Wie kann ich einverstanden? Und alle weg! Okay, einer ist gestorben. Ja, oh, einer ist gestorben. Das ist besser, als dass keiner stirbt. Nehme ich mal an. Dann nehmen wir die Damen mal wieder zurück. Ja. Sieh dich vor. Schau mal, was ich hier hab. Denn die sind ja zarte Pflänzchen durchaus. Hey, du. Hast du. Du hast doch was abbekommen, ja. Siehst du, wollte ich doch sagen. Und du bist nicht gekommen. Das war vermutlich das Klügste, was du tun konntest, nicht zu kommen. Gut. Ha, da war schon wieder Kampfmusik. Ich bin total begeistert. Ja. So, wollte ich mich jetzt wirklich verstecken? Eigentlich wollte ich nach Fallen suchen, aber so wie es im Moment aussieht, kommen wir hier ganz gut durch. Hier wird niemand mehr sein. Schön. Ah, okay. Diese Flagge ist aus schwarzem Stoff. Ja, das wissen wir ja schon. Ich weiß, ich weiß. Entschärfen wir die Fallen. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Sehr gut. Suchen wir hier nochmal nach Fallen, ja? Ich glaube nämlich nicht, dass es hier keine Falle gibt. Ja? Okay, speichern. Und dann riskieren wir es. Schutz vor Kälte. Na gut, da hätte ich jetzt auch keine Falle dran gemacht. Schutz vor Kälte. Wer interessiert sich schon für Schutz vor Kälte? Nicht ich. Nein. Vielleicht so ein UNT. So. Ah ja, ja, ja. Dann laufen wir mal bis hier hin. Dann suchen wir hier nach einer Falle. Ich habe da nämlich so meine Bedenken. Okay. Abgeschlossen. Und da drin haben wir Heiltränke und 300 Goldmünzen. Na wunderbar. Okay. Ein magisches Schwert. Noch ein. Oh, ein Ninja-To. Steck mal den Feuerschutztrank. Das ist ein Feuerschutztrank, oder? Ja. Steck den mal weg. Warte mal, warte, 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 warte. Erst will ich ihn lesen. 50%, okay. Also ganz normal, Standard Feuerschutztrank. Das ist ein Langschwert. Die Kette kannst du anziehen. Und die Heiltränke, die stecken wir hier drauf. Jetzt hat Sandal die ganzen Heiltränke. Das stecken wir noch da. Wunderschön. Das kommt in die Tüte. Und schon nochmal Platz. Ja, na gut. Das Ninja-To nehmen wir auch mal mit, aber auch nur der Vollständigkeit halber. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was das für ein Schwert ist. Ich meine, ein Langschwert brauche ich nicht unbedingt mehr. Ja? Also, Langschwert ist so ziemlich das Letzte, was ich eigentlich brauche. Okay. Ich denke nicht, dass das viel wert ist, also legen wir es weg. Aber hey, wenn wir es finden, muss ich es mir auch angucken. Hast du... Ach, schade. Dachte, du hättest noch ein bisschen mehr Platz. So, räumen wir die Edelsteine weg. Haben wir das hinter uns gebracht? Du räumst das weg. Schaust dir mal kurz das Schwert an. Okay. Ach, richtig. Ich habe hier auch noch nicht alles identifiziert. Na, nicht trinken. Hör auf.
Ich verändere mal die Position. Und du kannst doch im Moment nicht identifizieren. Wieso nicht? Hast du keine Zauber mehr? Habe ich nicht. Ach so, ja. Hast du nicht. Schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht oben nochmal gerastet. Aber das wäre dann offscreen gewesen. Das habe ich dann wohl nicht gemacht. Schade. Dann wissen wir nicht, was das für Langschwert ist. Aber gut, ich habe 2+2 Langschwerter. Wie gut kann es denn sein? Sicher doch. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch ein +3 Langschwert gefunden habe. Oh. Dein Mond hat sich verfinstert. Es gibt keine Schatten mehr. Nur noch einen Hof, der Vergessene, den schwarzen Anhängern gemachte Versprechungen beleuchtet. Genug, du rothaariges Stiefkind Archerons. Wer auch immer das ist. Wir seufzen einfach. Selbst ein Paladin hat irgendwann keine Geduld mehr. So, weg, 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 weg. Dieses Mädchen mit seinem Dimensionstor. So. Ich habe ja behauptet, ich hätte keine Ahnung mehr, wo Fallen waren, aber hier sind bestimmt welche. Da hinten vielleicht. Okay, also es sind nur 3 Yuan-Ti-Elite-Kämpfer. Nur, ja. Bis ungefähr hierhin kann ich gehen. Sicher. Ja, warte du mal. Ich kümmere mich sofort darum. Ja. Bin schon weg. So. Nein! Du bist zu früh! Keiner hat dich eingeladen. Wie wär's mit einer Schädelfalle von dir? Und du benutzt einfach mal magische Geschosse. Ja, weil... Ich will die Schädelfalle mehr aufheben. Ich will noch mindestens einmal doppelt Schädelfalle behaben. Okay, das tat doch weh, oder Jungs? Sag, was du zu sagen hast. So, da hätte ich gern Alastor auch im Nahkampf. Wo ist der Dritte? Wo ist der Dritte? Hier waren 3. Drecksack, du hast dich genau dahingestellt, wo ich dich nicht treffen kann. Weil ich dich nicht anklicken kann. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Ist das ein Problem? Das ist ein Problem. Lauft weg. Lasst ihn kommen. Lasst die fette Schlange kommen. Da ist er. Sehr schön. Angriff! Immer auf den Sieger. Und der trifft auch noch so gut. Meine Güte. Okay, 4 Schadenspunkte ist okay. Und da lag tatsächlich eine Falle. 4 Schadenspunkte. Sieger, du bist der glücklichste Zwerg auf der Welt. Also gut, was willst du? Das hätte ich ein... Ach du meine Güte, sind die auch noch klein, die Fallen. Ist ja ganz besonders schwer, die dann zu finden. Ah, Mist. Na gut, haben wir einen Bogen aufgehoben, den ich nicht hätte aufheben müssen unbedingt. Bringen wir Sigor nochmal auf volle Lebenspunkte. Und dann schauen wir vorsichtig weiter, was in diesem sich schlängelnden Gang ist. Ja. Ist mir aufgefallen, dass der Gang sich schlängelt. Und zwar da, wo die Oberschlange wohnt, in der 5. Ebene. So, das ist eine Tür, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können hier ein bisschen verweilen und gucken, ob wir noch so einzelne Fallen finden auf den Pflastersteinen hier. Das ist eigentlich ganz nett, dass das so abgetrennt ist alles hier. Dadurch kann man die Gegner immer schön einzeln angreifen und man hat immer Türen, hinter die man sich zurückziehen kann im Notfall. Das ist schon nicht schlecht. So, da ist wieder einer drin. Ja, drin. So wie drinne bei den Drow. Da sind eine ganze Menge Leute drin. Ja, hallo. Ihr seid aber alle Yuan-Ti oder Yuan-Ti-Elite-Kämpfer. Oh, und ein hoher Bogenschütze. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. So, da unten noch mehr. Was haben wir denn jetzt hier? Also ich sehe mindestens 5 Elite-Yuan-Ti und mindestens 8 von den anderen. Ne, vielleicht in den Ecken da oben noch mehr. Habe ich jetzt vergessen. Also das ist eine Menge Holz, eine Menge Leute. Eine Menge böser Menschen. Oh,
Und ihr kommt schon wieder von alleine. Ich hoffe, dass ich dein kindisches Gemüt bei Bärenvergnügungen zu holen. Das geht doch nicht, Jungs. Das geht doch nicht. Okay. Stell dich da mal hin. Du greifst an, würde ich sagen. Am besten auch mit der großen Waffe. Ja, ich bin hier. Euch drei brauche ich hier. Ich erwarte jetzt nämlich, dass ihr hier 1A wunderbare Schädelfallen reinzaubert. Besser als das sogar noch. Ich erwarte, dass ihr hier heiligen Schlag drauf zaubert. Okay. Der hohe Bogenschütze ist schwer verletzt. Sigur ist allerdings auch immer mehr schwer verletzt. So, dann versucht doch nochmal den hohen Bogenschützen da hinten wegzusnipern. Denn ich habe das Gefühl, und das ist jetzt auch wirklich nur ein Gefühl, dass der für einen Großteil des Schadens verantwortlich ist. Okay. Der ist wohl nicht so ganz einfach zu erreichen. Okay, den habe ich doch noch getroffen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann alle Mann auf den da. Und auf den hier. Und du wirfst dann doch noch mal eine Schädelfalle, soweit du kannst, da hinten rein. Okay, das hat noch mal einem da wehgetan. Aber ich habe jetzt Angst, dass ich Sigur umbringe oder so. Ja. Okay, Alastor. Greift an. Sandal, geh da mal rein, genau. Was mache ich denn hier eigentlich? Und nimm dir mal den da vor. Nimm dir den mal an die Brust. Es soll geschehen. Ich brauche Hilfe. Ich höre. So, Sandal braucht Hilfe. Wir brauchen eigentlich alle Hilfe. Beschwör mal ein paar Skelette. Okay, okay. Schade, schade. Schade, schade. Aber ich dachte, es geht vielleicht. Ja? Ich dachte, es geht vielleicht. Schauen wir nochmal nach der Falle hier vorne. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich das gehandhabt hatte. Ob die nun hier wirklich... Oh, schön viele Untote. Ob ich die nur entschärft habe oder nicht, wollte ich sagen, ja. So, dich stellen wir hier hin. Dich stellen wir hier hin. Wir stellen euch eigentlich alle hier hin. Die Untoten, die hole ich dann später vor. Mhm. So. Sandal, du machst die Tür auf. Ja. Meine liebreizenden Damen bereiten die Apokalypse vor. Du im Prinzip auch. Okay, okay, das waren viele. Da war der hohe Bogenschütze dabei. Und das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die da jetzt gestorben sind. 7 Leute. Hier, Linas Zauberstufe hat sich um 4 erhöht für den Zauber. Das heißt, sie hat extra Schaden gemacht. Und zwar nicht zu knapp. Bereit. So, dann wollte ich die Untoten reinschicken. Ja, das war der Plan. Damit ich dann hier so eine Art Fernkampf-Todeszone aufbauen kann. Na, reinschicken wollte ich sie nicht wirklich. Ich wollte eigentlich eher, dass die Gegner hinterherkommen. Ja. Sag, was du von mir willst. Und jetzt drauf. Oh! Sandal ist beliebt. Ja, Mist. Ich hab's schon wieder verkackt. Okay, von vorne. Von vorne. Es war gar nicht mal schlecht. Das war gar nicht mal schlecht. War ein guter Anfang. Allerdings, wieso nehmen wir nicht Sigur für sowas? Okay, er ist unendlich viel langsamer als die anderen.
Das könnte ein Grund sein, ihn nicht zu nehmen. Aber ansonsten ist Sigor doch für sowas gemacht. Hoffe ich zumindest. Somit, mit dir warten wir nochmal eine Sekunde. Bis die Leute sich vielleicht mehr überlegt haben, ob sie hierher kommen wollen. Okay, ich denke, das lief jetzt nicht ganz so toll wie das letzte Mal. Ich glaube, das letzte Mal lief besser. Aber wir haben gerade gut abgesahnt, würde ich sagen. So, einzelne UNT kommen auch auf uns zu. Was schlecht für sie ausgeht. So, ihr gelauft jetzt alle hier rein. Ach du Scheiße. Ihr kriegt ja voll auf den Sack. Pass nur auf. Okay, Mev. Du kannst da oben vielleicht die Leute sogar umbringen. Nee, es hätte besser laufen können. Wie kann ich helfen? Zieh dich vor! Aber auch viel schlechter. Vorwärts! Kommt alle rein, kommt alle rein. Sigor braucht euch jetzt. Sigor braucht euch. Alastor, nee, Braket heißt du ja. Geh auch mal rein. So. Wen können wir noch angreifen hier gut? Wen kann ich hier noch gut fertig machen? Ich würde sagen, den da machen wir fertig. Ja. Und zwar wirklich. Ich darf jetzt Sandal nicht alleine lassen, so wie letztes Mal, ja? Dein Befehl. Sandal muss, okay, Sigor. Nochmal die Verteidigungshaltung. Im Notfall rasten wir hier auch nochmal, ja? Das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ich versuch's kurz zu machen. Aus Braket. Ach, da unten, du stehst schon da unten, sehr gut. Hab mich schon gefragt, wo ist denn der Kerl? In Ordnung. Den habe ich ja in den Nahkampf befohlen, richtig. Das ist mir völlig entfallen. Gott, steckt er auch ein. Das war kein angenehmer Raum. Ne, das war ganz und gar kein angenehmer Raum. Gut. Die Musik hat mich sehr aufgepumpt, aber das war schwieriger als erwartet. Oh, Sandal. Warum rennst du in die Todesfalle? Weil ich es befehle, ich weiß, ja. Weil ich es befohlen habe. Er soll. Zeit an die Arbeit zu gehen. Ja. Ich kümmere mich sofort darum. Na kommt. Gewiss. Okay, er ist betäubt. Ach, Braket hat ihn betäubt mit seinem komischen Hammerflegel. Oh. Sandal, das gibt ein Level-Up für dich. Freust du dich? Das hast du dir auch verdient. Ja, das hast du dir mehr als verdient. Wieso schicke ich auch den fast toten Kerl noch vor? Ich wollte das ja, ja? Das ist ja alles meine Schuld. So, da haben wir einen Hammerbogen und plus zwei Pfeile, wenn ich das richtig sehe, okay. Gefunden. Der hohe Bogenschütze macht seinem Namen alle Ehre. Ja, und du findest jetzt hier hoffentlich keine Falle mehr. Oh, nochmal mehr plus eins Pfeile. Was haben wir hier? Das waren, glaube ich, wieder plus zwei Pfeile. Also wir sammeln plus zwei Pfeile, die könnten gut sein für den Boss dieser Ebene, ja? Denn ich glaube, da braucht man die. Ja, ich glaube, da kann man die gut gebrauchen für. Weiter. So, wir sind jetzt relativ am Ende eigentlich, ja? Relativ hart am Ende. Kannst du denn die plus zwei Pfeile identifizieren? Nee, kannst du nicht, aber wir können sie wahrscheinlich trotzdem benutzen, ja? Also da hoffe ich mal drauf einfach. Was? Hast du die gerade identifiziert? Aber du kannst die nicht identifizieren. Aber Sandal kann plus 1 Pfeile identifizieren. Ja? Okay. Oh. Ein konzentrierter Heiltrank. Ja, hallo. Sigor.
Und du kannst plus 1 Pfeile identifizieren. Das ist halt der Hammer. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wirklich nicht. So, was haben wir hier noch? Ja, das kann nämlich Mev nicht. Mev hat keine Ahnung, was das ist, das spitze Ding hier. Nee, keine Ahnung. Verkehrte Welt. Und wieso habe ich alle meine Pfeile so verteilt auf so viele Leute? Das ist ja Irrsinn. Irrsinn hier. Ich habe auch bald keine mehr. Na gut, ich habe bloß 1 Pfeile, aber ich bin ja notorisch geizig. Also werde ich die erst benutzen, wenn ich gar nicht mehr anders kann. So, aber den Bogen würde ich gerne identifizieren. Das ist... Oh, der Bogen ist Sisyphs. Dieser heimtückische Bogen wurde vor tausenden Jahren für einen mächtigen Yuan-Ti-Bogenschützen namens Apali angefertigt. Die Zahl der Männer, Frauen und Kinder, die Apali mit dem Bogen getötet hat, ist schier unglaublich. Apali nahm viele hundert Jahre lang an Kriegen gegen die Menschen teil, bis er von einem Priester Asurans, des Gottes der Rache, in Chesenta unschädlich gemacht wurde. Mehr als 100 Jahre zuvor hatte Apali in Kult oder Schuld den Ur-Urgroßvater des Priesters getötet. Der Bogen ist leicht erkennbar an den rot-schwarzen Umwicklungen des Griffes und an den geschnitzten Schlangenköpfen an beiden Enden. Die roten und schwarzen Bänder verkörpern Apalis Familie, die einer Priesterkaste angehörte. Die Schlangenköpfe hingegen versinnbildlichen Sef, den Gott der Yuan-Ti. Der ist extrem schnell, der Bogen. Okay. Steht hier nicht, ob es ein Lang- oder Kurzbogen ist. Ist mir aber egal, weil Sandal kann, glaube ich, beides. So, dann schauen wir mal. Anzahl der Angriffe 3 im Moment. Und ETW 0 ist 7. Wenn ich das jetzt wechsle, dann habe ich 4 Angriffe. Also das heißt extrem schnell. Da gebe ich doch gerne meinen Beschützerbogen auf. Den kannst du haben, ja. Wenn dir das was bringt überhaupt. Mal schauen. ETW 0, 9. 8. Ja, das bringt dir was. Bisschen weniger Schaden, aber wen interessiert das? Ja. Gut, mich interessiert's, aber hey. Also, steigen wir auf in Deep. Sehr schön. Kannst ja vielleicht... Ja, ich denke, wir steigern weiter. Das im Schatten verstecken. Das benutze ich sehr viel und das gefällt mir auch. Hatte ich nicht gedacht, dass ich damit so gut hier durchkomme. Und dass ich das so gut benutzen werde. Das wird in Icewind Dale hier noch wichtiger, weil ich das Spiel halt auch wirklich nicht so gut kenne. Dadurch finde ich das Scouten eigentlich ganz toll. Ja, so in Baldur's Gate 2, dann muss ich das dann wirklich machen. Das ist dann immer so, ja, ich weiß ja, was um die Ecke ist. So wird das dann nie wichtig. Ja, aber die kleinen Heilzauber hier, die kann ich mir eigentlich auch schenken, wenn ich mir das angucke. Das heilt meine Leute einfach nicht genug. Also ich denke, wir werden dann nochmal rasten. Aber erst nächstes Mal. Und wenn ich gegen die Wand gerannt bin. Also, bis dann.